Mit Robert Hörmann, dem Bildungsexperten der Arbeiterkammer Niederösterreich, sprachen wir über die jetzt gerade wieder aktuell gewordenen Schwerpunkte bei den Lehrlingsverträgen. Herr Hörmann, der Herbst ist auch die Lehrbeginnzeit für die Lehrlinge. Was muss man denn bei Abschluss eines Lehrvertrages besonders beachten? Also wichtig in dem Zusammenhang ist, dass ein Lehrvertrag immer schriftlich ist. Das heißt, ein Lehrvertrag oder ein Lehrverhältnis bedarf immer der Schriftform. Des Weiteren ist auch sehr wichtig, dass man sozusagen den Lehrvertrag bei Beginn unterzeichnet. Das heißt, der Lehrling, wenn er minderjährig ist, natürlich auch der Erziehungsberechtigte, und dass der Lehrvertrag binnen 3 Wochen sozusagen auch protokolliert werden muss. Das heißt, vorsichtig sollte man sein, wenn man jetzt einen Monat wo arbeitet und man hat noch immer keinen Lehrvertrag unterschrieben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich bei uns meldet, weil dann ist unter Umständen der Lehrvertrag nicht abgeschlossen. Welche Rechte und Pflichten hat ein Lehrling im Lehrverhältnis? Ja, ich komme sozusagen grob einmal dazu. Gehen wir mal zu den Pflichten. Grundsätzlich ist der Jugendliche sozusagen aufgefordert, natürlich alle sich aus dem Lehrvertrag gegebenen Pflichten zu erfüllen. Und da ist natürlich auch eine Pflicht und die wichtigste Pflicht natürlich auch die Ausbildungspflicht. Das heißt, er muss sich um das Berufsbild oder das Berufsziel natürlich auch dementsprechend bemühen. Er ist natürlich, und das ist auch ganz wesentlich, wie bei jedem normalen Arbeitnehmer auch, an Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gebunden, an Betriebsordnungen gebunden. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, er muss natürlich auch die Berufsschule besuchen. Das heißt, es ist schon auch eine Berufsschulpflicht. Wenn man sozusagen von den Rechten ein bisschen was erzählt, was hat der Lehrling für Rechte, ist natürlich so, dass der Lehrberechtigte ihm auch die Fertigkeiten und Kenntnisse beibringen muss. Er muss ihm für die Schule die dementsprechende Zeit auch freigeben. Er muss ihm eine Lehrlingsentschädigung bezahlen. Das sind auch so ganz, ganz wichtige Dinge oder Basics. Wie lange ist die Arbeitszeit für einen Lehrling? Auch ein ganz zentraler Punkt. Wenn der Lehrling minderjährig ist, dann hat er sozusagen eine Wochenarbeitszeit von maximal 40 Stunden und eine tägliche Arbeitszeit von maximal 8 Stunden. Wenn er jetzt sozusagen volljährig ist, kann die Arbeitszeit natürlich auch ausgedehnt werden, die tägliche zum Beispiel bis zu 10 Stunden, wie bei jedem anderen Arbeitnehmer auch. Was man auch dazu sagen muss, es gibt aber auch in sehr vielen Kollektivverträgen auch sogenannte durchrechenbare Arbeitszeiten. Also es kann durchaus sein, dass man zum Beispiel eine Woche länger arbeitet und dafür in der nächsten Woche kürzer, wie zum Beispiel in der Baubranche. Wie kann ein Lehrverhältnis eigentlich gelöst werden? Grundsätzlich ist es so, dass das Lehrverhältnis auf ein paar Arten gelöst werden kann. Durch den Lehrling, durch den Lehrberechtigten in Form einer einvernehmlichen Auflösung. Während der Probezeit, das heißt die ersten 3 Monate gelten als Probezeit, und es gibt eine Neubestimmung, die auch sagt, dass man de facto in Form eines Ausbildungsübertrittes auch ein Lehrverhältnis auflösen kann, sowohl der Lehrberechtigte, das heißt de facto eine Kündigung, als auch der Lehrling.